Willkommen zu einem neuen Part von Mega Man 5. Es sind noch zwei im Bunde, Chris Illman und Napalm Man, und Chris Illman geht es jetzt an den Kragen. Da bringt es ihm auch nichts, wenn er an Brust und Helm etwas blinkt. Den werden wir kalt stellen. Ja, die Stage an sich ist sehr schön gestaltet, aber die Stage an sich ist auch mies und unfair. Aber ihr werdet noch sehen, warum. Nicht umsonst hat man hier 9 Leben, zumindest ich. Also, das wird sich noch ergeben, warum ich die brauche. Was ich ebenfalls gemacht habe, kann ich ja jetzt kurz zeigen, nachdem ich diesen und diesen Gegner ausgeschaltet habe. Na, geh kaputt, danke. Und zwar habe ich in Waveman Stage nochmal das E geholt, was ich verfehlt habe. Und was ich gar nicht wusste, wenn man eine Stage wiederholt, die man schon mal durchspielte, wenn man den Bossraum betritt, wird man direkt weggeportet und zum Hauptmenü gebracht. Das wusste ich bisher nicht. Aber gut. Das hier ist das Unfaire, wovon ich sprach. Es fallen random Kristalle runter und ich habe keinerlei Ahnung, wann. Ich glaube, die haben auch keinen Petter. Das finde ich etwas mies. Und ich hoffe, dass es wirklich nicht dazu kommt, dass ich hier runterfalle. Oha. Okay, jetzt hätte ich springen können, verdammt. Ja, Ja, okay. Ja. Okay, ich hab's. Puh. Aber, seid euch nicht sicher. Seid euch nicht sicher, was rede ich hier? Nein, ich meinte, seid nicht enttäuscht. Es wird nochmal eine Stelle kommen, wo ich failen kann. Hallo, gehst jetzt mal drauf. Danke. Ja, zum Beispiel hier. Und ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, wo wir starten, wenn ich hier faile. Okay. Der ist weg. Okay, das hat geklappt. Das finde ich sehr schön. Ich glaube, die Hauptschwierigkeit in dieser Stage liegt hier bei diesen Kristallen. Puh, es hat geklappt. Ich glaube, das war es jetzt wirklich. Okay, der ist weg. Okay, das war auch noch okay. Und hier sind ganz viele von diesen seltsamen Viechern. Und bitte, geh kaputt. Jetzt hatte ich das Problem mit der 3-Schuss-Limitierung auf einem Bildschirm gerade. Aber naja. Oh. Du hast mich jetzt nicht gerade so gestört. Und du schon. Bist du bitte kaputt? Wie viel hältst du aus? Hallo? Danke. Dafür kriege ich nichts. Nur eine kleine Pissmoni. Das ist ja sehr großzügig von den Entwicklern. Wow. Ein Energietank. Das ist schön. Dann irgendwo ein Stacheln, ich sehe schon. Ne, nur in einem Gegner, der unwahrscheinlich viel abzieht. So. Das will ich eigentlich schon haben, ja. Klar, natürlich. Rush Coil. Das bringt aber gar nicht mehr so viel, wie ich es einst dachte. Hä? Wie geht der? Jetzt mal ehrlich, Leute, wie kann man das machen? Ich verstehe diesen Scheißköter nicht. Nö, ich weiß nicht, wie der geht. Ehrlich. Der bringt einen Dreck. Aber weißt du was? Ich habe jetzt so viel verschwendet, dann werde ich jetzt einfach den Rushet nehmen. Und mit dem geht das. Aber an manchen Stellen, wo man wirklich, fick dich, Mann, Rush Coil braucht, wüsste ich nicht, wie man den bekommt. Das war sehr dumm. Ja, krass, natürlich bin ich jetzt gleich tot. Selbstverständlich. Schalten wir dich vorher aus, bevor du noch größeren Ärger machst. Und ich bin gleich tot. Ja. Definitiv, gleich hat es mich ereilt. Okay. Wow, da war es V. Fuck, ich hab's verfehlt. Egal. Werde ich mir noch holen, später mal. Okay. So, ja, ich habe ein bisschen Energie dazu gekriegt. Das ist sehr fair, ja, das stimmt. Das ist sehr fair. Okay. Oh nein. Okay, kann er hier hoch? Ich bete mal, dass er es nicht kann. Dann mache ich dich nämlich kaputt. In sicherer Entfernung. Ha, und du bist kaputt gegangen. So, und den hier müssen wir mit Gyro-Man machen. Aber nee. Ich würde behaupten, den schaffe ich keinesfalls mit den paar Leben, die ich habe. Ich gucke mir mal ein bisschen an, was er so macht.
Oh, er zieht doch mal nicht so viel ab. Okay, ich dachte, ich wäre instant tot. Aber, ja. Jetzt bin ich schon mal erledigt. Okay. Jetzt werde ich aber definitiv, Guro nehmen. Wo ist es? Was ist Guro? Das. Das ist Guro Attack. Schön. Da ist er. So. Hui. Oh. Oh ja, ich sehe schon. Geil. Oh, das ist geil. Ja. Stimmt. Was ist das für eine scheiße Attacke? Hä? Ernsthaft? Was ist das für eine Drecksattacke? Ja, ich fasse es nicht. Boah, diese Attacke ist der allerletzte Dreck. So eine schlechte Attacke habe ich noch nie gesehen im Mega Man. Boah, was war das denn für ein Kack? Ich habe es noch fast verloren, obwohl ich die Schwäche von ihm hatte. Was war denn das für ein Shit? Naja, es hätte ich unmöglich geschafft mit den Leben vorher. Meine Güte, was für ein Kack. Ja, das V werde ich mir wohl auch offscreen holen. Ich werde jetzt noch Napalm Man machen. Und wenn ich den habe, ja, dann mache ich offscreen alle Buchstaben. Und wenn da irgendwas passieren sollte, werde ich das natürlich aufnehmen. Ich habe keine Ahnung, was es für einen Effekt hat. Ich weiß wirklich gar nichts darüber. Und ich hoffe, wenn ich die alle habe, dass es wie bei den alten Megamentalen ist, dass in der Mitte Dr. Wily kommt, aber ich trotzdem noch die Möglichkeit habe, die alten Stages zu betreten. So, da hätten wir Napalm Man. Oh, und Katzen. Die gefallen mir schon mal nicht. Boah, Alter. Was sind das für Scheißdinger? Und warum fange ich mit so Scheißworten an wie Alter und so? Hallo? Was bist du für ein Kackvieh? Ja, endlich. Ha, jetzt habe ich sie mal gegeben. Was war denn das für ein Kackding? Oh. Okay, alles kaputt machen. Ja, kein Thema. Und nochmal kein Thema. So, oh ja, das ist mies. Oh. Hupsala. Ja, auch noch kein Problem. Aber das ist so... Was? Es ist Instant Death? Ernsthaft? Also ich meine, Entwickler, seid euch da wirklich sicher, dass es Instant Death sein sollte? Habt ihr euch nicht irgendwie vertan? Habt ihr was Falsches geraucht oder so? Ist es wirklich Instant Death? Ernsthaft? Krass. Das finde ich ein bisschen bitter jetzt, aber okay. Hey, klar, es ist Instant Death, kann ich mit leben. Hm? Natürlich. Fick dich, Katze. Oh, ey, ich fasse es nicht. Hallo? Was haben die sich dabei gedacht, das Instant Death zu machen? Okay, weg mit dir. Weg mit dir. Schön. Okay, ich werde den Schuss nur aufladen und dann kommen, weil sonst habe ich wohl keine Chance gegen die. So. Ja, da kommt noch einer. Boah, ey, das ist ja abartig. Jetzt kommt aber nichts mehr, oder? Nein. Natürlich nicht. Wie komme ich da hin? Ich will da hin. Ich kam da hin. Schön, das freut mich. Ein Energietank mehr, immerhin. Und das ist doch bekannt aus einem vorherigen Mega-Man-Teil. Ich meine 4. Meine ich schon? Was bist du denn für einer? Kannst du mal weggehen oder so? Nee, nee, wäre wirklich nett, wenn nur... Fick dich, du Arschwichser, Mann! Was ist das für ein Drecksbad? Boah, ey! Bastard! Natürlich von Anfang an, selbstverständlich. Ja. Leben kriege ich wenigstens erstattet. Fick dich, Katze, richtig tief, ey! Mann, was ist das für ein Drecksding? Ich hatte diese scheiß Napalm-Stage schon nicht mehr so schwierig in Erinnerung. Aber das ist sie. Fick dich nochmal, ey. Mann, das riecht mich richtig tief auf. Richtig tief vor allen Dingen. Mann, ey. Was ist das für ein Kack hier? Scheiß Stage. Klar, Instant Death und alles, oder wie? Selbstverständlich. Sehe ich auch so. Achso, das war's. Okay. Ich hatte jetzt mit Schlimmerem gerechnet, aber okay. So. Aber ich habe immer ein paar Leben wieder gekriegt. Was war es gerade für ein billiger Drecksheli? Der regt mich auf. Fick dich. Fick dich. Geh weg. Ich will dich nie wiedersehen. Du Drecksköterviech.
Ja, mhm. Piss mich bitte nicht an, ja. Was bist du denn? Hallo? Boah, ey, der geht mir auf den Sack, aber tierisch. Oh ja, das will ich haben. Gib's mir. Danke und tschüss. Ja. Ja, jetzt brauche ich auch nichts Großes mehr. Aber trotzdem danke. So, den kenne ich noch. Oh ja. Der ist nicht gerade so nett. Oha. Bitte nicht. Okay, der ging relativ locker. Und ja. Gut, das N habe ich. Schön. So, du gehst bitte auch drauf. Und du bitte auch. So. Ja. Damit dürfte ich schon wieder locker 9 Leben haben. So viel Leben, wie ich hier bekommen habe. Oh. Mhm, krass, natürlich. Ja. Mhm. Ja. Klar, selbst. Ja, ja, warum leckt das jetzt so scheiße und tot? Natürlich. Wieder von Anfang, oder? Boah, ich dachte jetzt schon, das wäre der Anfang gewesen, aber ist er nicht. Boah, hätte ich mich jetzt tierisch aufgeregt, wenn das der Anfang gewesen wäre. Es sah wirklich am Anfang so aus. Ich dachte jetzt schon, das wäre ja der absolute Hammer gewesen jetzt. Weil dieser Stage habe ich richtig leben gelassen. Dumm, aber okay. Oh, ey, fick dich, Mann. Ey, hallo! Ey, wie oft musst du an hier bitte ausweichen? Und wie oft muss ich dich noch beballern, bis du kaputt bist? Krass. Krass, echt krass. Hallo, hallo! Ey, ich fasse es nicht. Wie viele kommen denn da? Ach so, klar. Natürlich habe ich vergessen, dass da Raketen rauskommen. Klar, natürlich. Ich fasse es nicht. Was ist das für ein Scheiß? Okay, das ist relativ simpel hier. Hier kommt keiner. Gut. Ja. Ich glaube, mit den Leben werde ich es nicht packen. Nee. Glaub ich wohl kaum. Der sieht irgendwie imba aus. Oh, 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 oh. Hallo? Ich hoffe, willst du noch ballern? Ja, du bist Napalman, klar. Und tschüss. Mega Man. Ja. Nehmen wir nochmal eine Crystal. Attacke. Das ist nämlich die Schwäche, aber mit so wenig Leben wollte ich das nicht. Crystal Eye. Kann man das nicht auch aufladen? Ich weiß es nicht mehr. Boah, habe ich hier viele Leben gelassen? Das ist abartig. Nein, kann man offenbar nicht. Ja, ja, ich werde sehr verbunden, wenn du das mal sein lässt. Ey, hallo. Ey, warum leckt der Scheiß so ernsthaft? Fick dich in den tiefen Arsch! Ey, ein verficktes Leben hatte er noch. Eins. Da gehen mein Leben alle dahin. Alle. Mann, ey. So, Crystal. Meine Güte, ey, der ist doch nicht schwer, der Wichser. So, klar, natürlich. Hallo, ey, was ist das für ein Scheiß, dieser Crystal? Ey, es ist der letzte Dreck, diese Waffe, ehrlich. Diese Waffe ist voll der Scheißdreck. Wie oft bin ich jetzt hier krepiert? 5, 6 Mal? Wirklich? Das meint ihr nicht ernst? Mann. Mein Gott, bin ich jetzt nervös. Durch den ganzen Kack. Und ich habe ich hier einen Buchstaben aufgesammelt? Ich glaube schon, ja. Das V von, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe es jetzt vergessen, weil ich so in Rage jetzt gerade war. Ja, ich habe Napalmbombe gekriegt. Auch so gutes Deutsch. Ich habe gekriegt. So, okay. Damit geht es jetzt aber wirklich beim nächsten Mal weiter. Ich glaube, ich werde alle Buchstaben vervollständigen. Und wenn es irgendwas Interessantes gibt, werde ich das aufnehmen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.